Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Fuchs und Zicklein zocken Green Hell. Und wir sind noch ein bisschen mit dem Hausbau beschäftigt. Ihr seht das ja gerade. Mal schlafen. Dann geh doch mal schlafen. Mach doch mal das, was du ständig machst. Ja, dafür kann ich doch nicht. Dass du schlafen gehst? Musst ja nicht gehen. Ah, ist ja gut. Ach ja, schon nichts. Du bist fies. Gar nicht. Doch gestern noch so lieb und heute schon wieder so fies. Gestern hast du Geburtstag gehabt. Ja, danke. Kann ich auch mal ein bisschen zurückhaltender sein. Aber nur ein bisschen. Ich kann sagen, nur ein bisschen. Ja, wie gestern gesagt, sollte sie erwarten bis zum Regen, das Zicklein, aber hat noch nicht geregnet, also lege ich jetzt mal schnell Hand an, um hier Wasser in den Lehmkübel zu kriegen. Das Zicklein macht derweil, glaube ich, gerade den Ofen fertig. Nee, ich wollte eigentlich mal Zwiebel kochen. Tut mir leid, dass ich Hunger habe. Ja, da sieht ihr wieder, sie macht nie, dass er sie machen soll. Das ist gar nicht wahr. Das ist Und sowas von gar dann nicht wahr. beschwert sie sich auch noch darüber, dass sie das machen soll. Dass sie mal was machen soll. Giftet mich an. Jetzt guckt sie mich noch ganz giftig an. Na, selbst schuld dran. Kann jemand gleich so überzogen reagieren, wenn ich dir mal eine Aufgabe übertrage. Mal. Ja, mal. Mal. Wann mache ich das schon mal? Mal. Wirklich mal. Gut, fragen wir mal andersrum. Wann hast du das letzte Mal selbst eine Aufgabe gesucht? Außer schlafen zu gehen. Und schon guckt sie wieder böse. So, damit sind die Lehmkübelchen wieder fertig. Das heißt, einmal durchmanschen. Und ich glaube, dann muss ich mich tatsächlich auch mal eine Runde hinlegen. Ach. Ja, aber ich mache das eben erst nach 2 Tagen. Und mit entsprechendem Arbeitsaufwand vorher. Oh, nee, ich brauche mich tatsächlich noch nicht hinlegen. Ich töte ihn. Ich Gar weiß, ich nicht, werde beständig, gar aber ich nicht. töte ihn. Gar nicht, gar nicht. Oh doch. Was habe ich denn schon wieder Federn gesammelt, ey? Auch doch keine Federn mehr. Ich habe Federn, um alle Eingeborenen im gesamten Amazonasbecken kalt zu machen. Das will ich sehen. Fängst du mit mir an? Wollte ich gerade sagen. Komm mal runter. Nee, Aber musst du. wo runterkommen? Wie sieht es denn aus? Wollen wir nicht schnell noch? Na, das schaffe ich nicht mehr. Was? Ich hätte gedacht, dass wir schnell noch die Betten fertig machen, bevor ich zur Ruhe begebe. Hab ich gedacht. Ah. War schon wieder Bienen da? Nee. Sag ich mal, wieder ein bisschen Harz kommen langsam. So einen kleinen Baum. Das ist wirklich eine prickelnde Stelle, die wir hier haben zum Bauen. Ne? Hier ist wirklich alles. Du hast den Fisch hier, du hast gegenüber die Palmen für, also die Bambus, Kokosnüsse jede Menge in der Nähe, Bananenbäume und dann noch der Baum, wo die Bienen regelmäßig dran sind. Das ist wirklich ziemlich gut hier. Ich hätte mir keine bessere Stelle wünschen können. Too Entschuldigung. late. Entschuldigung. Fällt mir ein, wir haben doch genug Bananenblätter, oder? Wieso? Na, für oben, für die Betten. Leg doch die Betten oben erstmal hin, Ja, bevor du die wie? anderen abreißt. Das will ich doch gerade machen. Also dein Bett lege ich definitiv ganz woanders. Ja, mach doch. Habe ich kein Problem mit. Sind schon wieder Bienen da. Ja, dann, ich habe gerade eben geguckt, dann mach sie weg. Nein. Warum nicht? Weil du zu mir gesagt hast, ich soll den Ofen fertig machen. Definitiv voll. Weil das ist kein Ofen, das ist die Schmiedenase. Ich habe auch gar nichts von Ofen gesagt. Den Ofen meinte ich doch gar nicht. Den anderen Ofen? Ja, natürlich, du sollst mit Holz voll machen. Der ist so gut fertig. Ja, das hast du gemacht, bevor ich. Das war das, was ich gesagt Deine hatte. Schmiede ist auch fertig. Davon hat kein Mensch geredet. Nicht mitgeredet. Nee, nee, nee. Bin mir schon am überlegen, ob ich dich überhaupt Kopf an Kopf mit mir schlafen lasse. Mach's nicht. Gib dir nur Kopfnüsse nach. Ah, ja, auch nicht. So. Guck so. Nachts die Mäuse nehmen, kann sie dir uns das Laken schieben. Mach doch. Das macht unser Möhrchen. Also das Süppchen köchelt immer noch schön vor sich hin. Etwas Glück bleiben die tatsächlich erhalten.
Muss also bei der nächsten Vergiftung nicht gleich wieder sterben. 1 Euro. Jetzt wieder Stock ist. Mach mir jetzt nicht, dass du hinter mir schon wieder die Betten baust. Was? Nee. Ach du schon. Habe ich keine Lust zu. Hab mich auch gewundert. Sinnvolles tun würdest. Ich habe hier. Nee. Nö. Was braucht unser Ofen überhaupt? Nichts mehr. Hat doch Feuer. Also Kohle. So wie es aussieht, oder? Feuer. Oh. Ja. Du. Kann jetzt Gott nicht. Ich kann nicht Gott. Ich habe keine Zeit dafür. Ich will Betten bauen. Unten die Dinger endlich abreißen können. Außerdem möchte ich endlich mal oben in einem gemütlichen Bett schlafen. Ich muss dies, ich muss das, ich muss jetzt. Ich dann beschweren, dass hier nichts vorkommt. Weiß, das ist in deiner Jobbeschreibung drin, aber was ist? Nee, da kommt Tatsache Kohle rein. Ja, hab ich doch gesagt. Na, was mache ich jetzt mit dem Feuer? Nicht zu. Mach ich jetzt mit dem Feuer? Mann, das hätte ich jetzt gern gesehen, wie du mit dem Feuer rumdaddelst. Hinten in der Ecke ist mein Bett. Mir egal. Du sagst dir was. Oh, ich liege dir auch schon 2 Meter an deinem Bett. Dann packe ich mich erstmal schlafen. Danke. Muss schlafen, ich kann nicht mehr. Ja. Muss ich. Ja, im Gegensatz zu dir muss ich tatsächlich schlafen. Ja, schlafe aber auch erst, wenn ich nur noch ein Viertel habe und nicht, wenn ich bei der Hälfte noch bin. Wasch dich mal. Nö. Das ist wieder Parasiten. Na und? Das sieht aus bei dir in der Leiste da unten. Schrecklich, ne? Fehlt nur noch die Lupe. Dann hast du alle durch. Nicht mit, hast du dich jetzt gerade mit hingelegt? Nee, kannst du ja nicht. Sieht das so aus? Mein Bett ist gar nicht fertig. Warum sollte ich mich mit hinlegen? Zu dir, Meckertante. Ach, ist das schön. War so richtig schön ruhig da oben. Ja. Wenn die Alte am Arbeiten ist, super sowieso. Schade. Klar. Am Arm vielleicht. Ja, deine Wand ist fertig. Eine Wanze? Eine Wand. Wie fertig? Machst du jetzt Kohle in den Ofen? Nein. Gut, dann mache ich das. Ich mache jetzt mein Bett fertig. Ja, das hätte ich jetzt dann auch gemacht. Ich dachte, du wärst jetzt mit der Kohle beschäftigt. Nee, bin ich hier für alles zuständig? Nein, so meine ich auch für alles oder was? Also habe ich das überhaupt nicht gemeint. Wohl. Du bist ein Dummschwätzer. Nee, bin ich gar nicht. Und das weißt du auch. Ja eben, weil ich das weiß, sage ich das ja. Wir haben keine Bananenblätter mehr. Warum haben wir keine Bananenblätter mehr? Was machst du mit den ganzen Bananenblättern? Betten bauen. Da, Mensch! Ich baue keine Menschen damit, sondern Betten. Das auch du. Nee. Wow, du brauchst tatsächlich 2 komplette Stapel Kohle, um das Ding zu füllen. So, was kommt da jetzt rein? Werkzeug und Blut herzustellen. Okay, da können wir jetzt ein Feuerchen machen. Kann man ja schon mal machen. Habe ich denn noch was zum Feuer machen? Ja. Der schimpft schon, oder? Er schimpft immer, wenn er Feuer. Weiß gar nicht, was er mal hat. Funktioniert doch. So. Mach das Feuer an. Jetzt könnten wir da nämlich Obsidian reinmachen, wenn mich nicht alles täuscht. Du brauchst erstmal eine Gussform. Echt? Oh. Metallgegenstände schmieden. Natürlich. Alles klar, oh, woher kriegen wir eine Gussform? Erhalte ein Eisenstück, indem du in der Schmiede Eisenerz oder leere Dosen einspielst. Also doch. Sammle Lehmziegelsteine, um eine Form zu erhalten. Kombiniere sie mit dem geschmolzenen Eisen und einer Waffe, um eine Gussform zu erhalten. Backe in der Schmiede eine Gussform. Nimm die gebackene Form und nutze sie, um Eisenwerkzeuge herzustellen. Also im Endeffekt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, nehme ich mir, erstmal schmelze ich jetzt hier das Metall. Wenn ich das richtig sehe. Ich da reinpacken. So. Jetzt kann ich mir Lehm nehmen. Kann mit diesem Lehm dieses Eisen, sobald es fertig ist, rausholen und eine Axt mit dazu packen, also beherstellen sozusagen. Und dann würde ich eine Form für eine Eisenaxt bekommen. Ist das richtig? Müsste so dann sein, ja. Sammeln kann ich das. Das kriege ich noch raus, wenn ich das sammle, habe ich noch nie gemacht. Ah, Gussform. Da ist es. Leere Gussform.
So, jetzt kann ich herstellen. So, jetzt schnappe ich. Oh, ich habe 3 Stück davon. Schatz, das mal. Also, nee, guckt euch das mal an. Wie sieht das denn aus? Okay. Ja, okay. Alles klar, ich habe vergessen, was ich machen wollte. Jetzt fehlt noch das Eisen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das dauert aber eine Weile, bis das durchgebraten ist. Alles klar, also erstmal noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich schmeiß mal die Lehmform hier draußen hin. Mhm. Ding in der Nähe vom Ofen. Obwohl, warte mal, ich heb noch auf. Warte. Findest du? Hör auf. Hör ich mach gar nichts. Einfach auf, immer so kiemig zu sein. Ich mach gar nichts. Doch, findest du? Frech. Frech Mäuschen. Mit frech kommt man nicht unbedingt weiter. Lass das arme Mäuschen endlich in Ruhe. Hat dir nichts getan. Gegenteil. Gibt die ganze Zeit ganz fröhlich vor sich hin. So. Was wollte ich eigentlich? Essen wollte ich eigentlich, aber getrocknetes Essen ist noch nicht da. Ja. Auch ganz schön, ne, bis es trocknet. Meine Schnecken. Vielleicht sollten wir mal versuchen. Was willst du an meinem Gestell? Ach, mit deinem Gestell immer. Wenn da ein Fleisch trocken ist, dann nehme ich mir eins, fertig. Denke ich überhaupt nicht drüber nach. Hm. So habe ich noch eins. Hm? Das habe ich noch eins. Ja, dann meckere mich doch nicht an. Ich habe gar nicht gemeckert. Du hast gemeckert. Ich habe ja mal gestellt. Was hast du gemeckert? Gestern so lieb und nett und böse. Und heute? Ja, verstehe ich auch nicht, warum du heute so böse bist. Ich gehe schlafen. Hm. Und wieder? Ja, guck, ist soweit. War soweit. War schon wieder rot. Rot? Ja. Dann solltest du wirklich schlafen gehen. So, wie weit ist ja das Eisen? Die Hälfte ist durch. Uhu, uhu. Ich schaffst du ja in der Folge noch. Die Sache ist ja, Eisen habe ich bis jetzt auch nur einmal gefunden. Das war auf dem Schiff. Das heißt, man müsste dann wahrscheinlich irgendwie in Höhlen oder so gehen, ne? Willst du das wirklich? Ja, natürlich will ich das. Ich möchte schon ganz gerne, dass wir unsere Werkzeuge mal aus Eisen herstellen. Wobei, ob sie ja noch auch gehen müsste. Versuch's doch einfach. Ja. Hab ich auch so überlegt. Aber erstmal schnell eine Eisenaxt hier. So. Bin jetzt schon wieder nicht. Nö. Frech. Warum willst du denn jetzt den Balkon fertig machen? Einfach nur so. Du fängst überall an. Nein, 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 das stimmt ja gar nicht. Ich habe oben die Schlafecke erstmal fertig gemacht, komplett. Und mein Bett. Ich wollte nur die 2 Stück neben schnell wegnehmen, damit ich wieder neuen einstellen kann. Jetzt fällt mir gerade auf. Oh, ein Glück, wir haben noch einmal. Was? Kohle. Ein Stapel Kohle. Lagerfeuerasche. Aber der andere müsste ja gleich durch sein, wa? Der Kohleofen. Eigentlich schon. Eigentlich schon. So. Das. Bananenplatte. Waschen wir uns mal wieder. Ja, ich dachte mir, es ist mal angenehmer als die anderen. Ich bin nicht so strubbelig. So, dann können wir die Betten hier unten wegnehmen, ne? Du hast jetzt fertig, ja? Ja. Gut. Und dann bitte nicht die Sachen aufsammeln, das sind immer noch die Sachen von mir aus dem Rucksack. Also die Bananen, die Palmblätter kannst du natürlich aufsammeln.
sieht es dann mit unserem Ständer eigentlich aus? Ist da noch Platz? Nee. Ich hatte die hier in die Ecke geschmissen. Hm. Mäuschen. Mäuschen schaffe ich echt, oder? Das ist unser... Oh, das Eisen ist gleich fertig. Cool. So. Ja, dieses Mäuschen macht mich wahnsinnig. So, wir werden sogar aufgeräumt. Schöne Sache, das. Können wir noch das alte Feuer weghauen? Das sieht das doch alles schon ganz schick aus. Und dann können wir nämlich in den nächsten Folgen endlich mal losziehen und ein paar Eingeborene verjachten. Oh je. So, jetzt bin ich gespannt. Ob das was wird, was ich mir hier so vorstelle. War das? Nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Und ich kann tatsächlich eine Axtgussform herstellen. So, jetzt habe ich eine Axtgussform. Axtguss. Sammeln. Jetzt sammeln oder muss ich damit, muss ich hier ein Dings packen? Ich glaube, ich muss hier einen Ofen packen. Ne? Ja, genau. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, was da rauskommt. Hier ist schon wieder eine Zwirbel. Oder ist das eine unbekannte Blume? Unbekannte Blume. Was? Wirklich? Was? Warum? Deiner hat doch gerade gemeckert. Ja, meine Axt. Oh. Ja, nochmal so als Beweis. Hinterlege jetzt Stöcker. Ui. Ja. Was ist das? Also, es regnet nicht mehr. Was ist los? Pass auf, ne, wenn wir dann losziehen wollen, um Eingeborene zu jagen. Regnet. Aus Eimern. Oder bei Eisen holen wollen oder so. Könnten wir erstmal den Jaguar machen. Genau, klar. Ey, was denn? Ist doch gut bewaffnet jetzt schon. Genau, natürlich. Ich will ja nicht an ihn ranrennen und ihm Hände stöten. Ich will ihm Bogen erschießen. Macht die Sache nicht besser. Ja doch. Nein. Weißt du, ich war gerade eben so froh, dass ich meine Parasiten losgeworden bin und jetzt ist schon wieder ein. Woher kriegst du denn ständig Parasiten? Sag mal, ich krieg hier nie welche. Weiß ich doch nicht. Ich würde mal sagen, du solltest ein bisschen mehr darauf achten, was für ein Wasser du trinkst. Ich habe gar kein Wasser in der letzten Zeit getrunken. Weißt du, macht die Sache nicht besser. Ja, davon mal abgesehen. Das wäre jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Bei Parasiten kriegst du eigentlich doch nur, wenn du verdorbenes Wasser trinkst. Wann noch? Wenn das Falsche ist. Ja, es muss aber dann roh sein. Oder verdorben bereits wieder. Unbekannte Blume. Siehst du denn nicht, was du da isst? Ja, es war bisher nichts verdorben davon, was ich gegessen habe. Naja, wenn du Parasiten drin hast. Ja, weiß ich ja, nicht. Schon klar. Weiß ich nicht. War es dir? Ja, schon froh, dass du nicht kochst. Wow. Moment. Ja. Hier bleiben. So. Mal durchmanschen. Manchst du mal durch. Mach ich doch schon. Manche, manchen gerne. Vor allem du. Ne? Ja, ich habe da jetzt im Spiel nicht wirklich ein Problem mit. Da ist wieder ein Bienenkorb, falls du mal Bienenhonig haben möchtest. Mach denn. Oh, die Form ist gleich fertig. Du sagst das. Bin ich ja echt gespannt, was da jetzt rauskommt. So. Zack. Die muss so heiß sein, wenn ich die gerade. Pink. So, jetzt einmal sammeln, nehme ich mal. Keine Ahnung. Metallguss. Metallaxtguss. So. Da habe ich jetzt Metallaxtguss. Jetzt kann ich mir dann wahrscheinlich mit herstellen. Eine. Hoffe ich zumindest. Natürlich keinen einzigen Stock. War das Ganze. Zack, zwei und Zack, Metallaxt. Da ist sie.
wegwerfen. Axt. Ach. Das ist schön. Das finde ich gut. Zwei Gussformen liegen noch da. Da können wir dann mal gucken, und das Feuer eigentlich ausmachen hier, ne? Nee. Nö, das brennt jetzt. Jetzt könnten wir, also Metalldolch könnten wir natürlich herstellen. Ganz klar. Als Speer wäre noch möglich. So, ich wollte ja mal gucken, wie ein Obsidian das einschmelzen kann. Dein ganzes Fleisch ist getrocknet. Das ist schön. Obsidian. Nein, geht nicht. Wollte ich einschmelzen. Schade. Schade. Ja gut, aber dann kannst du es ja als Rohmetall verwenden. Also kannst du ja eine Obsidian-Klinge draus bauen und so. Aber ich vermute mal fast, dass dann die, hoffe es zumindest, dass die Axtsachen so ein bisschen, also die Eisensachen ein bisschen besser sind. So, weiter geht's. Wo sind wir denn? Da sind wir. Wir wollten weiter mit dem Lehm tüfteln. Irgendwann in den nächsten 5 Folgen sind wir dann auch fertig. Wenn du mir ein bisschen helfen würdest, wäre das viel schneller. Ich weiß gar nicht, ob du, ich hoffe, die Mikrofone nehmen das auf. Ich hoffe nicht. Dieses. Müsste ich ja jetzt mittlerweile schon aufpassen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es ja mit Frauen zusammen zu spielen. Weil man immer was zu lachen hat. Ich immer. Also sind wir nur Lachnummern für dich, ja? Boah, ja, genau. Zieh's mal richtig schön in den Schmutz. Ey, das war deine Aussage. Nein, ich habe gesagt, dass man immer was zu lachen hat. Die Lachnummern kamen von dir. Ja. Wenn du euer Geschlecht für eine Lachnummer hältst, dann ist das dein Problem. Ach, meins. Natürlich. Jetzt bin ich es wieder. Ich habe nichts in der Art gesagt. Ja, genau. Und auch nicht ist okay. Gedacht. Ist okay, ist okay, ist okay. Es ist nicht wahr, ey. Ich habe Unrecht, ja, du hast Recht, deine, ja, Meinung zählt. Kennt ihr das? Kennt ihr Diskussionen mit euren Frauen, die dann so enden? Ich habe Recht, du hast Unrecht, alles ist gut. Der Klügere gibt nach und so eine Sätzchen kommen dann immer, wenn sie genau wissen, dass sie im Unrecht sind oder dass sie irgendwas Dummes gesagt haben. Ja, ja. Meinst du auch nur du, oder? Also... ist das lebende, der lebende Beweis dafür. Vor allem das lebende Beweis? Ja, ach komm, jetzt echt, weil ich einmal... Ja. Alles klar. Geh schlafen. Ja, geh mal schlafen. Besser ist das. Ich komme gleich mit der Eisenachse vorbei. Ich zeige sie dir dann mal. Mhm. Was man damit Schönes machen kann. Das heißt, wenn ich nicht mehr aufstehe, wisst ihr wieso? Ja, weil du zu faul bist. Nee, weil du mich getötet hast. Nö, ich will dir nur zeigen, wie eine Eisenachse funktioniert. Ja, klar. Machst du hier den Lehm alle, machst aber auch keinen neuen fertig. Ich gehe schlafen. Ich musste schlafen gehen. Ja. Sonst wäre ich umgefallen und gestorbt. Gestorbt? Ja, das habe ich mit Absicht so gesagt. Auch dein leichtes Gemüt ist erfasst. Einmal leben. Ein bisschen übermütig heute, oder? Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was soll das bedeuten. Ja, ich habe das schon gemacht. Brauchst du nicht machen. Mimimi, oder? Was damit? Nein, ich habe gerade erst angefangen. Ja, vorsichtig, sonst steigern wir uns unermessliche. Oh, wirklich? Und du würdest es definitiv nicht schaffen. Wirklich? Ganz sicher. Meinst du? Bist du dir da so hundertprozentig sicher? Ist das so eine Strategie von dir, dass du immer noch mal hinterfragst? Natürlich. Und hinterfragst und hinterfragst? Bist du irgendwann aufgeben solltest? Ich reagiere einfach gar nicht mehr drauf. Ja, das macht die Sache nicht besser. Auch darauf werde ich nicht reagieren. Dann mischt sie den Leben durch und dann klaut sie ihn gleich wieder. Wieso? Du? Statt mal beim nächsten zu helfen. Ach nee, ach komm, lass gut sein. Geile Stockaxt. Wirklich? Kuckuck. Guck mich doch mal an.
dass das nicht geht, ey. Das wäre ein schöner Kopfschuss gewesen. So, waschen wir uns mal wieder. Ich muss mit Lehm arbeiten, ich kann mich nicht waschen. Okay. Ich werde jetzt nicht weiter drauf eingehen. Oh, schön, der Pfeil steckt ja hier im Holz. Da stecken lassen. Eine Mahnung. Oh, der ist cool. Den lasse ich stecken. Der ist steckt cool. Könntest du jetzt mal aufhören? Nein. Das ist, meine, wenn es einmal nicht funktioniert und du es dann nochmal probierst, okay, das verstehe ich. Könnte ja sein, dass du beim ersten Mal was falsch gemacht hast. Aber wenn es 25, 60 Mal hintereinander nicht funktioniert, dann sollte dir langsam bewusst sein, lass mich in Ruhe, dass du dazu nicht in der Lage bist. Lass mich in Ruhe. Wo ist denn das ganze Fleisch, das ich unten hingelegt hatte? Keine Ahnung, ich habe nur mein Trockengestell leer geräumt. Ja. Ja. Na klar. Ist klar. Danke, du klaust mir eh kein Wort, egal was ich dir sage. Ah, jetzt geht's los. Ach nee. Oh, wir haben aber Kokosnüsse da. Schön. Ja. Schön ist das. Durchaus. Was? Ich glaube, wir müssen die Schalen hier wirklich mal wegräumen. Los. Das sieht so ein bisschen voll aus. Boden. Also ich zerstöre die jetzt hier mal. Wolltest du auch eine? Was denn? Kokosnuss? Ja, einen habe ich jetzt schon gehabt. Aua. Hast du gesehen, wie sie in den Stein reingerollt ist? Manchmal liegt auch welche im Wasser, musst du auch ein bisschen gucken. Kommt schon mal vor. So, jetzt werden wir die ganzen Kokosnussschalen zerstören. Einer muss ja mal den Unrat beseitigen. Du da gelassen hast? Genau so. Ich wollte gerade sagen, wo ist jetzt mein Speer? Das ist ja. Ich muss das mal fertig machen. Das Steam Deck. Ja. Muss ich mal fertig machen. Na, weil ich ja in OBS einige Sachen geändert habe und das müsste ich dann ins Steam Deck auch übernehmen. Aber das gehört jetzt nicht hierher. Wir sind jetzt hier im Urwald. Oh, da liegt ja noch eine Kokosnuss. Hast du die für mich übrig gelassen oder ist die runtergefallen? Die habe ich gar nicht gesehen. Ach, da hab ich ja Glück gehabt. Dann noch ein bisschen was ab. So. Oh, ach. Was ist denn? Diese Viertelarbeit. Hast du sie diesmal umgeschubst oder was? Nein. Waren sie wieder durcheinander? Nein. Ja, neu dazugepackt. Ja. Hier ist Tabak. Das ist kein Tabak. Ja? Nein. Ja? Ja. Stimmt, Tabak sind die mit den Blüten dran, ne? Unbekannte Kräuter. Ah, okay, alles klar. Ach, schon wieder Lehm machen. Muss mich waschen. Bevor ich mit Lehm arbeite, muss ich mich waschen. Du wäschst dich, bevor du mit Lehm arbeitest. Mhm. Du sagst vorhin noch, dass du dich nach dem Lehm arbeiten oder während des Lehmarbeitens nicht waschen willst. Ich mir jetzt ein bisschen zu denken, aber nur ein bisschen. Das ist sehr gut. Also nichts, wo du dir Sorgen machen müsstest. Das ist... Hast du noch Lagerfeuerasche? Einmal, ja. Genau, und ich noch einmal. Oh, das ist, ah, unser Ofen ist, glaube ich, fertig, oder? Ja. Mal gucken, ob ich... Ja. Bei Glück. Gleich vorne an. Einmal Lagerfeuer. Okay, machst du, ja? Ja. Sonst hätte ich es gemacht. Nee, sonst werde ich wieder angemerkt. Ich mache ja nicht. Wie Elefanten. Wie Elefanten. Wieso? Immer alles bis zum letzten merken.
dann nachtragen. Ja. Aber damit geht's in der nächsten Folge weiter. Nein, ich hoffe noch nicht. Ich nehme jetzt ein paar Stöcker hier raus. Und zwar, um unser Feuer anzumachen. Mach das. Ja, wenigstens vernünftig. Ich wollte ja nur als erwähnt haben. So. Während ich hier das Feuer mache, verabschiede ich mich. Wir verabschieden uns. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß wieder. Trotz der Zickereien vom Zicklein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da oder einen Daumen hoch. Wobei das das gleiche ist. Aber ein Abo könnt ihr zum Beispiel da lassen. Und einen Kommentar. Genau, wenn ihr möchtet. Nicht so wie beim Zicklein, wo ihr immer müsst. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, falls ich noch lebe.